Ja, die Piraten sind noch da vom letzten Mal, vom Ende der letzten Folge. Ich hatte mich gerade gedacht, was ist denn das für ein komischer Vogel, der hier rumfliegt? Ne? Das war Tatsache. Papagei. Genau, das war Tatsache Papagei. Und was ich eigentlich machen wollte, du kümmerst dich um die Piraten schnell, ne? Oh, der schießt aber ganz schön schnell da unten. Du machst sie doch alle platt. Oh, die sind aber stark, oder? Guck mal, der Captain. Oh, mit einem Terrorblade. Kaum eine Chance. Habe ich mir leichter vorgestellt. Wir müssen mal gucken. Ich habe das Gefühl, irgendjemand will bei uns einziehen. Es könnte sein. Siehst du? Das hast du gesehen? Da unten steht, der Angler hat das Spiel verlassen. Es gibt tatsächlich einen Angler. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich vom Angler... Ja, wenn die also weg sind, dass wir vom Angler irgendwie an Köder kommen. Da wollen wir mal gucken. Geld haben wir doch für Köder, damit wir mal angeln gehen können. Ich hab die gar nicht allein. Ich brauche ja den Stern. Wo bist du denn? Beim Haus. Ey, die räumen hier auf. Ach, die räumen nicht auf. Die sind doch nicht gut. Ach guck mal, die hängen in der Arena fest, die Deppen. Da wollen wir doch mal nachhelfen gehen. Und mich haben sie schon einmal rasiert. Rasiert haben sie dich? Damit meinte ich, die haben mich einmal hier platt gemacht. Ja, Junior rasiert die Szene, würde ich einfach mal sagen. Du hast doch die platt gemacht, oder? Nee, die haben mich platt gemacht. So. Was bin ich? Eine Dame schießt ja mit Feuerpfeilen auf mich. Nee, ich bin der hier mit Terrorblade nach dir schießt. Hä? Sind die immer noch da? Sind die noch nicht weg? Wir müssen dann gucken, wer da... Geht das nicht bei Piraten, da müsst ihr an irgendein Namen stehen. Ach, jetzt fällt es mir auch gerade ein. Mensch, der Angler, für den haben wir doch den Auftrag gekriegt, in der Hölle unten zu angeln. Das bin ich nicht drauf gekommen, ne? Denkst du, bin ich drauf gekommen? Also irgendwie, wo sind die denn? Hier immer Bosse kommen, die Goblins und die Piraten. Also ich weiß gerade gar nicht, ich muss mal kurz überlegen. Ich sehe hier keine. Wo sind die denn? Die alle bei dir? Ja. Guck. Also ich sehe hier keine Piraten. Hey! Ich rasiere die Szene, so. Ne? Ach, du hast Sternenwut? Ja, ich habe auch ein Schutzschild. Oh, hier ist ein Bett gerade gekommen, hast du gesehen? Kannst du das einsammeln, das Bett? Mhm. Ich habe immer... Ich muss auch was weg. Och, nee, haben wir schon über den Kater hier am Mikrofon. Guck dir das mal an. Leg dich ruhig hier hin. Ja, Mizi, alles gut. Guck mal, Papa, ich habe ein Schutzschild an der Reihe. Jemand schießt. Das war ich. Heini. Ich bin doch kein Heini, was ist denn jetzt los? Die Arme. So, kann ich. Ich bin gesund. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin gar nicht gesund. Nicht so ganz gesund? So. Ich muss mal Platz machen hier. Au, Scheiß weghauen, den kein Mensch braucht. Au. Die sind stark, da muss ich ja wegrennen, wie ich will. Piratenbanner braucht kein Mensch. Das hier weiß ich nicht. Ach, guck mal hier, den Matrosenhemd. Brauche ich nicht, ob wir das noch brauchen. Die machen, was sie wollen, hä? Die doofen Piratis. Eigentlich hatte ich ja vor, dass wir jetzt ein bisschen angeln gehen, aber jetzt müssen wir eben doch mal gegen die Piraten kämpfen. Du, pass auf, jetzt der Kapitän, du musst dich heilen. Trink einen Trank oder aus dem Horn oder... Achso, kannst du nicht? Jetzt aber... Eine Reihe ist voll. Ja, Mizi, das kannst du nicht, das ist für dich nichts. Ja, mit deinen kleinen Pfötchen... Wir sind null vorbereitet für die Dumperan. Und wieso rennen die hier rum? Ich weiß nicht, das stimmt schon oder was nicht. Das Tablet ruckelt schon wieder. Piratenauge. Was ist ein Piratenauge? Hm? Da ist der Captain schon wieder. Hufeisen bringt uns nichts. Na, ein Hufeisen könnte uns schon was bringen. Bei mir hängt das. Aber jetzt hat sich die Türen weggeschmissen. Was hast du dich weggeschmissen? Ach, du hast Hufeisen weggeschmissen? Ach so, da oben ist noch so ein Kloppi-Pirat. So, da haben wir auch. Da ist noch einer.
Also ich bin da mit den grünen Schwertern, das bin ich. Lululul. Also der mit den rosanen, das bin ich mit meinem Schwert. Hier rennt der Kapitän rum. Schon wieder so ein Kapitän. Die sollen angeblich... Was liegt denn da? Habe ich gerade was eingesammelt? Was ich... die blaue Hand? Habe ich gerade die blaue Hand eingesammelt? Und man schießt auch mit Kanonen... Mit Kanonenkugeln. Toll, für mich war es das. Der Kapitän hat... Ach so, toll. Da, das habe ich platt gemacht. Was ist das denn da? Ich habe eine Spinne dahingesetzt, die ganz viele kleine Spinnen dahin schmeißt. Okay. Wo bist du? Ja. Pass auf, ich setz uns mal eine Spinne hier hin. Warte, pass auf. Ich komme mal hier. Und dann, pass auf, setze ich uns mal hier eine Spinne vors Haus. Und hopp. Und jetzt pass auf, was die macht. Die schießt ganz viele kleine Spinnen dahin. Oh. Die ist cool. Was macht die denn? Netz schießt sie auch. Und aus. Achso, die schießt Eier und aus den Eiern kommen kleine Spinnen raus. Und die helfen dir, siehst du? Nicht schlecht, ne? Und pass auf. Ich hab auch was Cooles. Setzen wir sie einfach hier nochmal hin. Hopp. Ich kann von den Piraten. Piraten und Platz gemacht. Na bitte. Na bitte. So. Was geht da noch hier? Die Piraten wurden besiegt und die Elena ist eingetroffen. Nee, Lisa heißt sie, die Krankenschwester. Die Krankenschwester ist schon wieder da. Die kannst du jetzt heilen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass hier nach und nach... Guck mal, ich kann vor den restlichen Piraten fliehen, weil ich bin Spider-Man. Jetzt ist Isis, die Triade, eingetroffen. Und jetzt gucken wir mal, der Angler war ja vorhin raus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der mir was verkaufen kann. Ich bin Spider-Man. Du bist Spider-Man. Es ist natürlich echt eine Frage, wo finde ich jetzt, das muss ich trotzdem nochmal rausfinden. Die Ente wollte ich jetzt nicht einfangen. Der Sprengmeister ist wiedergekommen. Oh. Jetzt macht mein Tablet wieder. Ich muss kurz ein Päuschen machen. Hopp. Ich mache kurz ein kleines Päuschen. Ein Einhorn. Wo ist es hin? Das ist ein Einhorn. Hier unten. Hier ist es, das Einhorn. Jetzt ist Billy, der Angler, eingetroffen. Das war's schon mit dem Einhorn. Wo ist das Horn? Ich guck mal, ob ich das Horn des Einhorns eingesammelt habe. Jawohl. Sehr gut. Wir haben also 1, 4 brauche ich. Wo ist der Angler? Wir gehen mal gucken, wo der Angler ist. Ich will nur mal. Oh, hoppala. Vielleicht kommt da hier nochmal ein Einhorn zustande irgendwie. Das wäre ja schön. Ich mach mal hier. Kann ich einen Tisch hinstellen? Ich habe auch kein Holz, ne? Goldener Kronleuchter, Tisch, goldenes Sofa. Das können wir alles in ein Haus stellen da oben. Ich mach das mal. Ich gehe mal hoch zu einem Haus und guck mal, ob da eventuell der Frido anglermäßig da unterwegs ist. Hier ist der Angler. Diese Dämonen der Unterwelt stehen total auf Voodoo-Puppen. Da gibt es eine Puppe, die viel zu viel Magie abbekommen hat. Sie hat sich in einen Fisch verwandelt, der sich selbstständig gemacht hat. Ich fordere dich auf, da runter zu gehen und mir einen zu besorgen. Ich würde auf die kochende Lava aufpassen, wenn du richtig ist. Okay. Das ist der Angler, aber der verkauft uns nichts. Der will nur, dass wir dem irgendwo einen Fisch angeln. Also ich habe jetzt nicht rausfinden können, wie man angelt. Ja? Warte gleich, ich will noch schnell gucken. Also ich bin jetzt Spider-Man, deswegen war ich auch im Verlies und habe jetzt ein Schutzschild. Ein Schutzschild hast du jetzt? Warte Sekunde bitte, ich möchte ganz kurz hier noch eine Wohnung vorbereiten. Ich weiß noch nicht so ganz, ob hier irgendjemand einziehen wollen würde, aber eine Couch, einen Tisch und hier haben wir noch irgendwas. Ein Kronleuchter. Hm. Schön hell. Wo bist du? Hier unten. Hier bei mir ist ein Grabstein von dir. Ja, das kann schon sein. Die sind überall. Das macht mich wahnsinnig hier mit dem Angeln. Ich weiß nicht, wie das geht. Jetzt stellen wir uns einfach mal hier an. Guck mal, ich nehme jetzt mal die Angel zur Hand. Ich nehme meine Angel auch mal. Ich habe auch 5 Köder angeblich.
Sind das kleine Würmer, die Körner? Sag mal, wie funktioniert das mit dem Angeln? Wie funktioniert das? Hast du Köder oder steht bei dir eine Zahl unter der Angel? Nee. Dann müssen wir was anderes machen. Ich versuche mal was anderes. Ich versuche jetzt mal bei der Munition die 5 Würmer abzuparken. Hier. Aha, geht gar nicht. Ich habe keinen Plan. Müssen hier doch Würmer rein. Also mit dem Fliegennetz kann man sich Köder fangen, aber irgendwie. Wo angelt man? Ich versteh's nicht. Guck mal, ob es hier noch ein Einhorn gibt vielleicht? Ah, hallo. Da unten ist ein Schleim, den hole ich mir mal. Schleim ist gut, weil Schleimis brauchst du definitiv, um mit einem Flammenwerfer nachher gegen Plantera zu kämpfen. Für Plantera müssen wir, wenn ich es richtig verstanden habe, doch keinen kleinen Raum bauen, sondern einen großen, riesigen Oh, jetzt war ich schon erschrocken. Warum? Dachte ich schon, hier unten ist das ganze Grünzeug weg. Ne, weil ich beim Runterfallen war es plötzlich kurz verschwunden. Ich komme wieder hoch. Achso, wieso eigentlich nicht? Ich kann auch hier unten gucken. Es muss ja auch hier irgendwie was geben. Fliegennetz. Da ist doch zum Beispiel. Ach ne, das war eine Fackel. Okay, gegen welchen willst du denn kämpfen? Wollen wir Okram nochmal herausfordern mit dem Flammenwerfer? Mit dem Flammenwerfer. Und mit der Harfe? Mit der Harfe. Ich habe aber mit dem Flammenwerfer leider nicht so viele Schüsse. Wir haben nicht genug Schleim. Das ist natürlich auch krass. Man bräuchte 100 Millionen Mal bräuchte man irgendwie Schleim oder sowas. Und man schmeißt es immer weg. Für den Flammenwerfer ist es gut. So, jetzt bin ich gerade hier unten. Ich komme hoch, ja? Bist du an der Arena schon? Genau, denn die Helfer brauchen wir definitiv. Also, ich check's nicht. Kannst du sagen, was du willst? Ich finde hier nichts. Ich kann nichts angeln. Kann man auch Goldfische als Köder nehmen vielleicht? Also ich komme. Ich gucke mal. Ich kann hier nichts einfangen. Ich kann mit dem Fliegennetz nichts einfangen. Komm, wir gehen zur Arena, sonst ist es zu spät. Ja, du hast recht. Eine Spinne kann ich auch nicht einfangen. Alles Käse. So. Okram willst du, ja? Eieieiei. Und die Zwillinge. Na, lass uns erstmal mit einem, ja? Mechanische Schädel. Verdächtig aussehender mechanischer Schädel. Dann machen wir mal ein bisschen Platz. Dann gehen wir schnell hier rüber. Haben wir denn ein bisschen Zeit? Ja, ne? Die brauchen wir jetzt hier. Das hier kann weg. 242 nur. Jetzt können wir später auch noch gebrauchen. Das kann weg. Weiß ich nicht. Ich komme. Ich komme. Ich packe mir mal den Flammenwerfer hier hin. Das ist, was macht das hier? 50 Leben nur. 100 Leben nur. Ich habe keine guten. Na, wenn gleich Tag wird, ist es zu spät, Jür. Wie viel Zeit haben wir denn noch, bis Tag wird? Um genau zu sein, 3 Minuten. Ja, oh, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich komme. Ich rufe mal den Kumpel. Okay, pass auf. Angeschalten ist hier schon? Nee, ist es nicht. Hast du schon eingeschalten hier? Ich sehe keine Herzen. Doch, hier. Ich habe nicht eingeschalten. So, jetzt haben wir Herzen. So. Und dann, pass auf. Ich rufe mal Okram. Und dann gucken wir mal, was geht mit dem. Also ich versuche mit wegfliegen. Ich versuche es. Ja, hübsch ist er nicht, das stimmt. Ich versuche, aber da lässt natürlich mich nicht weg hier. Da ist aber auch ein Haut. Mach mal ein bisschen.
Jetzt mache ich mal die, ich nehme die Maxi-Heil. Und ich nehme mal auch schnell meine Pistole. Mit der Maxi-Heil ist ein Problem. Die schießt nämlich auf die kleinen Kugeln natürlich nur. Wo ist er? Er fliegt mir hinterher. Aber ich verschieße nur die Munition der Maxi-Heil. Aha. Mist. Ich bin gefangen. Ich komme mit der Steuerung nicht so richtig zurecht. Ich bin auch sehr langsam unterwegs. Ich versuch's mal mit dem. Mit dem. Was ist denn? Ich schieße auf den. Ich verschieße mal die paar Schüsse, die ich noch habe, mit dem Flammenwerfer. Dann hol dir die Herzen, renn da weg und hol Herzen. Du kannst doch nicht da stehen bleiben. Renn vor dem weg und hol dir Herzen. So, ich lock ihn weg hier. Ich versuche ihn wegzulocken. Mit dem Flammenwerfer ist es jetzt auch nicht so gut. Hätte ich mir mehr erwartet jetzt. Das ist auch nichts. Nehmen wir die Maxi-Hai wieder. Da muss ich definitiv wieder Schüsse besorgen. Ist es schon soweit? Ja. Du musst vor ihm weglaufen, ja? Bleibe nicht in seiner Nähe. Du musst weglaufen und musst vom Weiten auf ihn schießen. Du bist gleich fertig. Komm doch mal da weg. Du belebst nicht wieder, wenn du hier... Hau ab hier vor dem. Renne weg. Ich versuche jetzt... Wir kommen hier hinterher. Hau ab, du rennst doch immer noch nicht weg. Renne weg. Guck mal, was ich mache, ist wegrennen. Jetzt bin ich natürlich kaputt. So, wegrennen, wegrennen, über die ganze Karte wegrennen, renn weg. Lass dich nicht erwischen von dem. Das war's, der ist zu stark. Er ist noch zu stark, wir schaffen Okram nicht. Mist? Ja, wir schaffen Okram nicht.